Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Goat Simulator, Goat MMO Simulator. Wir versuchen es jetzt mit der Rough-Klasse Rook heißt es, oder? Rook. Wir spielen auf jeden Fall jetzt den Rook, den Warrior habe ich euch ja schon vorgestellt. Und wir probieren jetzt mal, was er hier so kann. Okay, ich kann mich damit unsichtbar machen. Dann sieht mich niemand. Und wenn ich jetzt R drücke? Oh. Ich habe so ein telekinetische Fähigkeit. Oh ja, guck mal, ihm ist schon ein bisschen schwindelig geworden auch. So. Jetzt habe ich den Typen im Inventar. Geil. Ich kann also auch Menschen ins Inventar nehmen. So ziemlich alles, was man anleckt. Fässer. Ich muss hier 10.000 Sachen andecken, dann kriege ich was. Das könnten wir irgendwann mal versuchen zusammen. Und das ist die Rook. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist die Rook-Klasse. Ja, und dann kein großes Geplänkel am Anfang. Wir legen direkt los und schauen mal, was diese Klasse so hergibt. Thomas Blademore. Hallo, Thomas. So, die Gold Harvester müssen wir uns ja, glaube ich, nicht angucken. Die haben wir ja schon gemacht. Ich mache mal ein paar andere Quests, sodass wir ein bisschen unterschiedliche Sachen sehen. So, was sagt denn der General? Alright, Maggot, the battle plan is the following. We need to infiltrate the evil sheep village, Tristram. Geil, Tristram, haben wir auch einen Diablo-Anteil hier in diesem Spiel. Und ich muss mich bestimmt hier drauf stellen, oder? Wuhuhuhu! Und das ist Tristram. Ob es da wohl auch einen Zauberer gibt? Boah! Geil, habt ihr gerade die Musik gehört? Das war die originale Tristram-Musik. Oh, hier wird getrauert. Huch, jetzt ist dem Pastor der Sack der kleine Kopf geflogen. Das tut mir natürlich leid. Das tut mir natürlich leid. Also man kann das normale Goat Simulator auch noch starten, ich habe das eben gesehen. Also wenn man Goat Simulator startet, beim ersten Mal kommt man direkt hier in den MMO Simulator. Und sonst muss man halt den extra starten, wenn man auf Playgame geht, kann man das machen. Ich kann euch das ja auch vielleicht... Oh, ich werde hier angegriffen. Ich kann euch das ja vielleicht auch in den... Mann! In der nächsten Aufnahme einmal kurz zeigen, wie man im Menü da hinkommt. Und stay well and geil. Das hat Deckard Cain auch schon immer gesagt. Ist das schön? Eine schöne Hommage. Hommage. Eine Hommage an Diablo. Das finde ich gut. Das gefällt mir so. So, ich mache mich jetzt unsichtbar. Könnt ihr mich alle mal am Pürzel knuspern. Was soll ich denn machen? Oh, die anderen Quests sind auch noch da, die alten. Nanu. Warum greifen die mich jetzt die alle an? Was wollt ihr denn? Jetzt auch nochmal. So, was soll ich machen? Ne, Dead Dodos. Portal to Riches? Bring a Demon Horn to Dumbledore. Dumbledore. Oh Gott. Hilfe! Und wo kriege ich das her? Ich habe ja wieder nicht zugehört. Was soll ich machen? Also, wo kriegen wir dieses Horn her? Jetzt muss ich mir aber ein Lösungsbuch für Goat Simulator kaufen. Das hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass das mal so kommt. Aber das ist mal eine coole Idee. Ich hatte neulich schon darüber nachgedacht, dass hier schon lange nichts mehr passiert ist mit dem Spiel. Ich glaube, ich habe es auch erwähnt in irgendeiner Aufnahme. Kann das sein? Ah, guck mal, die Level werden sogar fortgeführt. Ich bin jetzt auf Level 8. Weil ich ja mit dem Warrior schon gespielt hatte. Wobei ich diese Klasse jetzt hier nicht so klasse finde.
Da fand ich den Warrior schon irgendwie witziger. Ich gucke mal hier auf dem Dachboden. Leitern steigen können wir ja schließlich gar nicht mehr. Was soll das? Ich kann keine Leitern hochklettern. Ja, natürlich fällst du sofort um. Oh, was ist das denn hier? Ah, guck mal. Hier kann man Tickets kaufen und sich gratis verbrennen lassen. Don't be shy. This is your chance to feel like authentic witch. Oh, hier kann man sich wie eine Hexe fühlen. Ist das nicht schön? Gibt sogar ein Achievement. So, aber wo kriege ich jetzt dieses Horn her? Ist das hier irgendwo drin? Ja, Blake, würdest du dich mal selber wie eine Hexe fühlen vielleicht? Battlestar, geh weg. Ja, hier ist Dumbledore. The Grey. Oh, ich bin auf einem Dach. Was mache ich denn jetzt hier? Da hinten wollte ich hin. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, dass wir nicht hier rumrätseln, sondern lieber mal eine vernünftige Quest machen. Insofern es hier sowas gibt in diesem Spiel. Aber können wir nicht die Infiltrationsquest auch wieder abgeben? Ach, die hat man automatisch abgegeben. Indem man sie erledigt hat. Okay. Hier sind die Dodos. Da haben wir ja auch schon uns ausgiebig mit beschäftigt. Sind die Pferde jetzt die Autos von damals? Oder sind das Schnellreisesysteme, an denen man sich vielleicht festlecken kann oder so? Aha. Wir kunden doch einfach mal ein bisschen. Hier, was sagt denn der Servant? Hi, almighty goat, I'm in dire need. Ja, zeig mir mal die Quest an. Gibt es ein Questfenster? Irgendwo? Das ist das Inventar, das kenne ich ja nun. It would be great if you could help him to get back, so I can get my salary. Tja, das wird mir gerade nicht angezeigt, weil ich zu viele Quests mache. Oh, eine Wunderlampe. Komm her, die brauche ich bestimmt mal. Puff. Was? Three wishes, choose wisely. Was bedeutet das? Wish granted, you are now flying. Oh, ein Vulkan. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir was gewünscht. Ich wollte fliegen. Der Traum einer jeden Ziege und er ist in Erfüllung gegangen. Ist das toll. Was hat er denn? I'm hungry! Ah ne, das ist der gar nicht. Ja, kann man hier irgendwo... Warte mal, ich gucke mal hier, kann man hier? Ah ja, hier kann man nochmal, guck mal. Ja, ich weiß nicht genau, wie diese Quest funktioniert. Bring a Demon Horn. Wo kriege ich denn ein Demon Horn her? Ah, ich habe eine Idee.
nehme mir den mal mit. Ich bringe mal ein paar Leute hier in den Opferkreis. Kommst du her? Jetzt habe ich den nämlich im Inventar. Und jetzt opfere ich die einfach hier. Der lässt sich nicht opfern. Schwierig. Das mit der Quest ist vielleicht noch nicht so ganz ausge... Ups, was war das? Also, kann man ihm vielleicht helfen? Remove the trouble some stick from the cart. Das hier? Meint er den? Ich habe den ganzen Wagen zerstört. Ich könnte jetzt 10.000 Mal lecken und hätte dann diese Quest erledigt. Und ziemlich viel XP. Aber das könnte dauern. Ich habe echt keine Lust, hier 10.000 Mal was zu tun. Vielleicht müssen wir ihn erst entfernen. Ja, guck mal. Zack, Quest gelöst. Man muss ihn einfach nur darunter hauen. Was? Gold White Wall. Okay. Travel. Would you like to travel to the next area? Stay. Denn in die next area gehen wir mit dem nächsten Charakter. Das ist der Trick. Ja. Remove the trouble. Das habe ich ja schon gemacht. Ich habe doch den Trouble-Making-Stick entfernt. Der ist doch weg. Hier ist doch keiner mehr. Oder was meinte er? Hier liegen ja noch ein paar Bretter rum, sonst hau ich die halt auch noch weg. Aber eigentlich ist hier ja alles soweit erledigt. Ja, wir werden auf jeden Fall mit dem nächsten Charakter in die nächste Area laufen. Und mal schauen, was es dort dann so zu erleben gibt. Und ich bin sehr gespannt. Aber erstmal gucke ich nochmal kurz, was man hier, ob man hier noch irgendwas machen kann. Das mit dem Horn würde mich ja auch schon fast ein bisschen interessieren. Aber wo soll ich das herbekommen? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Wir können hier ein bisschen aufmischen. Aber das bringt uns ja auch kein Horn. Hui! Okay. Ich war gerade eine Hexe, weil ich gebrannt habe und auf einen Besen gegangen bin. Und deswegen, dann wird man zur Hexe nämlich. Das wissen die wenigsten. Aber es ist so. Also ich glaube, mit diesem Spiel kann man sich jetzt wieder stundenlang auseinandersetzen. Und man kann immer wieder neue Sachen entdecken. Ich würde gerne weiterfliegen noch. Was ist denn... Moment, wir gucken mal noch eine Sache, gucken wir mal noch nach. Kommt man da zu diesem... Ja, jetzt steh doch auf. Kommt man da zu diesem Strand mit dem Genie? Kommen wir da nochmal hin? Das war doch hier irgendwo, oder? Da! Wish granted. We've got a new BBF. BFF, Entschuldigung. Oh, ich habe einen Schmetterling. Was ist das? You're already really looking good. Okay. Kann ich damit auf die Wolke? Nö. Warum spricht er so komisch? I can't stand sound any longer. Ah, ich soll die hier killen.
Weil diese Fische mit Beinen extrem merkwürdige Geräusche machen. Das sehe ich ein. Da helfe ich mit. Aber ich möchte gerne... Ah, hier haben wir eine Mermaid. Guck mal. Vielleicht muss ich dann... Ich nehme mal eine mit. Mermaid Eyes. Wir müssen doch eine von diesen Meerjungfrauen müssen wir doch mitnehmen, oder? Steel 5 Mermaid Eyes. Ey! Lass mich! So. Ein Auge hätte ich schon mal. Das andere habe ich eben aus irgendeinem Grund nicht mitgenommen. Die hat kein Auge verloren, der geht weg. Boah, Alter, hör doch auf zu erzählen. Ich hasse dieses britische Englisch ja sowieso schon. Na, der Angriff ist eher schlecht hier. Aua. Hallo. Das Level Cap, also das Level Limit ist übrigens bei 101. Und jeder bekommt dieses Add-on, der dieses Spiel bereits gekauft hat, gratis. Also völlig umsonst. Aber ich habe doch 5 Augen, oder nicht? Oder habe ich erst 4? Na, scheinbar habe ich erst 4. Jetzt habe ich auch 5. So, und die eine Meerjungfrau, die bringen wir jetzt noch zurück. Die Quest müssen wir sowieso noch machen. Haha. Und man kann schnell rennen. Das ist natürlich eine echte Wohltat. Und ich glaube... Oh. Man könnte hier wirklich noch einige Stunden in diesem Spiel verbringen. Ohne dass einem... Ohne dass man nichts mehr findet. Wo war der Meerjungfrau, Mann? Ich weiß das nicht mehr. Alter, wenn er nicht gleich aufhört zu labern. Das macht mich richtig wütend. Kannst du aber wissen. Ach, ich weiß nicht, wo der ist. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach gleich mit den... Warte mal, was funkelt denn da? Ist das diese komische Schmetterling? Vielleicht. Boah, der macht mich ein bisschen nervös. Aber wir machen auf jeden Fall gleich mit der nächsten Klasse weiter. Und ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis gleich, tschüssi!